Ihr Lieben, heute möchte ich mit dir über Weihnachten sprechen, beziehungsweise ich möchte einfach an dieser Stelle dir ein wirklich, 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 wirklich schönes, erholsames Weihnachtsfest, ein stressfreies Weihnachtsfest mit deiner Familie, mit deinen Tieren wünschen. Und ich weiß, manche Menschen sind alleine und manche Menschen haben niemanden, wo sie hingehen können. Und für die ist diese Zeit oftmals nicht wirklich schön. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich früher immer wunderschöne Christbäume hatte, aber als meine Safi Audi, sondern meine Felina gestorben ist, das war das erste Jahr, also sie ist im August 2007 gestorben und das erste Jahr Weihnachten war für mich so, dass ich überhaupt keine Lust hatte, Weihnachten zu feiern. Und das erste Mal war, wo ich keinen Christbaum aufgestellt habe. Und tatsächlich ist das auch bis heute so geblieben. Das heißt, ich habe seit 16 Jahren keinen Christbaum mehr. Auf der einen Seite, wenn ich Christbäume sehe, dann finde ich das immer total schön. Und dann denke ich mir, boah, ich würde so wie in Amerika am liebsten alles total fest schmücken. Da kommt die Romantiker dann hoch, aber wenn dann so der 6., 7. Januar ist und alle ihren Christbaum abräumen müssen und die Sachen wieder verstauen, dann denke ich mir, cool, ich muss nichts wegräumen. Also das ist dann so die andere Energie. Ich habe allerdings meine ganzen Pflanzen mit Lichterketten geschmückt. Also ich habe schon auch Licht zu Hause, aber ich habe halt eben diese großen Bäume nicht mehr. Und was ich aber einfach sagen möchte, wenn du jemand bist, der alleine ist, wenn du jemand bist, dem Weihnachten überhaupt eine schwierige Zeit ist, weil du vielleicht auch gerade dein Tier verloren hast, weil du einen geliebten Menschen verloren hast, weil du eben vielleicht alleine herumsitzt, dann möchte ich dir einfach sagen, schau, Verbundenheit fängt hier im Herzen an. Verbundenheit kannst du mit allen haben, egal wo die Menschen sind. Ich fühle mich euch unglaublich verbunden. Ich fühle mich dieser Community unglaublich verbunden. Vor allem mit jenen, die halt eben auch aktiv hier in der Gruppe sind, weil die, deren Energie kann ich natürlich fühlen. Die mal ganz still sind, da ist es eher ein bisschen schwieriger, aber auch du bist nicht alleine. Du kannst mit allem und jedem verbunden sein, aber das Wichtigste ist, dass du die Verbundenheit zu dir selber spürst, dass du nicht das Gefühl hast, dass du da bist, der Körper, da ist deine Seele, sondern dass du dieses Eins fühlst, dass du merkst, dass du aus einer Energie heraus erschaffen bist, die energetisch gesehen mit allen Energien verbunden ist und deswegen ist da keine Einsamkeit, ja? Und wie du diesen Zustand erreichen kannst, ich habe zu Beginn unseres Magic Mornings eine Übung aufgesprochen, wo es um Anbindung geht, wo es darum geht, dich unendlich weit zu machen. Und wenn du dich unendlich ausdehnst, wenn du deine Seele riesengroß machst und einen Ort hast, wo du diese tiefe Ruhe, diesen Frieden in dir spürst, da gibt es keine Einsamkeit. Da gibt es das nicht. Und ich wünsche mir einfach so für dich, dass du diese Verbundenheit fühlst, aber auch, dass du dich hier verbunden fühlst, dass ich dir Verbundenheit ein Stück weit übermitteln kann. Im Außen magst du vielleicht einsam und alleine sein. Im Außen magst du traurig sein, weil du jemanden verloren hast, der dir sehr wichtig ist, der dir sehr nahe ist. Im Außen magst du das alles sein. Aber wenn du in diesem bewussten Zustand bist, dann ist da ein Gefühl der inneren Freiheit, des inneren Friedens und da ist alles gut. Da ist alles gut, da ist das alles nicht real. Und ich möchte dir einfach mit an die Hand geben, wenn es für dich schwierig ist im Moment, dann versuch einfach diese Übung, oder nein, nicht versuchen, sondern dann mach diese Übung, geh in diese Ausdehnung und merke, dass du trotzdem geliebt bist. Und dass da einfach Menschen sind, trotz alledem, um dich herum,
die dir großer Beitrag sein können. Für mich gab es auch, also für mich ist Weihnachten, hat auch ein Stück weit, es hat andere Energien bekommen, denn an Weihnachten hatte meine Safi Geburtstag, mein Engelchen. Und das ist immer, also an diesem Tag vermisse ich sie einfach unglaublich sehr. Und dann an Silvester natürlich, als sie gestorben ist, ist natürlich das jetzt immer so ein bisschen so eine Zeit. Und trotzdem gehe ich nicht in diese Energie, auch wenn ich ein bisschen jetzt gerade mit Tränen kämpfe, weil ich einfach traurig bin, dass sie nicht da ist, jetzt, hier und heute. Und trotz alledem ist es keine Trauer mehr, ja. Aber ich nehme einfach das Beste mit. Ich kann trotzdem feiern, ich kann trotzdem glücklich sein, ich kann trotzdem Freude haben mit allem, was gerade in meinem Leben ist, mit meinem Mann, mit der Ilvi, mit meiner Familie und mit meinen Freunden. Und diese Felder kann ich nähren und das wünsche ich mir auch für dich. Und in diesem Fall sage ich jetzt, wunderschöne, gesegnete Weihnachten für dich. Es ist schön, dass du auf dieser Erde bist. Es ist so schön, dass es dich gibt und es ist so schön, dass du da bist. Und erinnere dich daran, wer du in Wahrheit bist. Erinnere dich daran, dass du göttliche Schöpferkraft bist. Erinnere dich daran, dass du ein unendliches Wesen bist, das alles erschaffen kann, was es sich wünscht und was es sich erträumt. Und erinnere dich daran, dass du nicht alleine bist, weil du bist bei mir in meinem Feld. Und ich sage, so schön, dass du da bist. Ich habe dich unendlich lieb, auch wenn wir uns vielleicht nicht persönlich kennen. Und so wie jedes Mal sage ich, Servus, Bussi, schön, dass es dich gibt. Und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern.